liebe Salzburger, liebe Mitstreiter, wie man sich bettet, so liegt man. Wir haben uns die letzten 3 Jahre so gebettet, wie wir sie nun mal haben. Wir haben einen Landeshauptmann. Was der so gesagt hat, habe ich heute schon erwähnt. Schaut euch Romans Video unter Krypto-TV an, dann wisst ihr, was ist, falls ihr nicht zugehört habt. Wir haben einen Bürgermeister, über den habe ich mich heute auch schon geäußert. Bald haben wir Käfer am Teller. Ja, die Kirche ist nach wie vor der Meinung, dass der liebe Gott Hirn vom Himmel schmeißen soll und hat sich einem System verdient. Alternativlos. Ich bin müde und wir haben das Problem, dass viel Arbeit ansteht. Wir werden das Projekt von Max unterstützen, der wie gesagt Anfang Mai schon wiederholten Male nach Wien wandert, um auf die Missstände in dieser Wahldemokratie und in dieser Republik aufmerksam zu machen. Für den Erhalt der Natur, für den Frieden und zwar nicht nur in einer Ukraine, sondern im Sinne der Neutralität für den Frieden überall, wo es Krisenherde gibt. Wir haben Krisenherde zwischen China und Taiwan, zwischen Aserbaidschan und Armenien. Es geht nicht nur um die Ukraine. Es geht darum, dass es an der Zeit wäre, die hochentwickelte Spezies dazu zu bringen, Frieden zu haben. Aber da sind Lobbyisten im Hintergrund, die das nicht wollen. Und die breite Masse schläft. Und ich bin müde, auf die Straße zu gehen, um jene aufzuwecken, die lieber schlafen, die bei einer Wahl zu Hause bleiben und wenn, eine Protestwahl abgeben, indem sie den Kommunismus bevorziehen. Das ist nicht mein System und deswegen werden der Roman und ich jetzt weiterziehen. Ich habe nämlich heute freigenommen und wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen uns, wie erwähnt, um die Aktion bei Darian kümmern. Wir werden, wie gesagt, den Max mit seiner Friedenswanderung unterstützen. Und der Roman darf jetzt mal wieder heim Akkus laden, weil leider Gottes der Roman anders als der ORF kein Systemmedium ist und keine Anzeigen schalten kann von irgendwelchen Parteien, die ihn dann fördern. So ist das halt. Tatsache ist, wir sind hiermit weg. Ich möchte mich in Darians Namen bei allen bedanken, die heute schon gespendet haben. Ich möchte euch bitten, euren Kampf weiter fortzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn es mal wieder mehr werden. Ich bezweifle das nach über 3 Jahren. Aber es gibt ja noch Leute bei uns, die guter Hoffnung sind. Wir werden sehen, was ist. Ich werde mich weiterhin Projekten widmen. Und wir werden jetzt hier unseren Abschied nehmen. Wenn ich frei habe und Zeit habe, dann werde ich natürlich jederzeit gerne mitspazieren. Spazieren an der frischen Luft ist ja gut für das Immunsystem. Für heute bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich bedanke mich stellvertretend bei jedem Einzelnen für euren Einsatz. Was ist denn hier los? Ich wünsche euch Demonstration gegen die korrupte, vertrottelte Regierung. Die welche denn die durch die bisherige oder durch die jetzige Regierung? Egal welche Farbe, wenn man sie mischt, wird es braun. Aber jetzt wurde noch mal von der Corona-Demo gesprochen, oder? Das wird auch nicht aufgearbeitet, ja? Die meisten lassen sich nicht mehr impfen und die Corona-Impfpflicht, die Corona-Impfpflicht bei den Soldaten finde ich für, halte ich für rechtswidrig im Verhältnis. So ist es, so ist es. Es wird Zeit, dass man das aufarbeitet, gell? Kann ich? Ja.